Hallöchen Leute und willkommen zu The Elder Scrolls Online. Ja, endlich ist es soweit. Ich kann es endlich mal ein bisschen antesten und da muss ich dann natürlich auch gleich aufnehmen, damit ihr euch auch mal einen kleinen Eindruck machen könnt von dem, ja, hoffentlich geilen Game. Ich bin auf jeden Fall ein riesen Elder Scrolls Fan. Hab zwar nicht alle Teile gespielt, aber so von, ja, ab Oblivion auf jeden Fall richtig gesuchtet. Und ja, ich bin auch nicht alleine. Mit dabei ist auch der Nextrap, der mir auf meiner Reise oder der mich auf meiner Reise unterstützen wird. Hallo, erstmal an dich, Nextrap. Hallöchen! Jawohl, und ja, wir sind jetzt gerade hier im, ja, Charaktererstellungsmenü. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, er gibt mir erstmal eine Frau. Ja, bei mir war es auch gewesen. Verdammt, ey. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja auch meine Stimme noch ein bisschen verstellen und dann bin ich vielleicht ein bisschen weiblicher. Aber nee, wir machen das hier mal männlich. Nee, geile Sache. Gut, fangen wir mal an. Die Allianz. Trap, was nimmst du? Also ist es egal, was wir wählen? Können wir egal mit welcher Rasse zusammenspielen, beziehungsweise Allianz? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Also es gibt es. Also ich denke mal, für das Zusammenspielen so ist das egal, aber wenn du später Reich gegen Reich spielst, musst du halt mit deiner Allianz dann Okay. spielen. Ja, dann ist es ja jetzt erstmal egal, was wir nehmen, oder? Na klar. Also, ja. Dann nehme ich, glaube ich, mal Dann Ebenherzpakt. Hört sich schon richtig ich geil an. nehme das Dolchsturzbündnis. Dann. Durchsturzbündnis? Ups. Klingt Okay. mal cool. Passend zu meinen. Khajiit. Machen Khajiit. wir so ein mit Nachtklinge. Okay. Als Klasse. Ja, ich nehme dann einfach das, ja, der Ebenherzpakt. Von ihm, ja, okay. Ja, Rasse. Welche Rasse nehme ich denn mal? Ja, Nord, Dunkelelf, Bretone, Hochelf, Argonia, Ork, ja, Waldelf, Dunkelelf hatten wir ja eben, Rotwadrone, Khajiit und Nord. Kaiserlich? Nee, kaiserlich möchte ich nicht. Ich glaube, ich nehme. Ich hatte damals schon in Skyrim schon, zum Beispiel, hatte ich auch einen Khajiit. Den fand ich eigentlich ganz cool, aber ich würde gerne mal was anderes probieren. So ein Argonier, so ein Echsenmensch. Haben die immer noch die gleichen Eigenschaften? Also zum Beispiel diese Immunität gegen Gift und sowas und dieses unendliche Tauchen? Ach so, doch, da unten. Die Argonier haben sich perfekt an ihre unwirtliche und aufs Sumpfland bestehende Heimat angepasst, was ihnen einen besseren Umgang mit Heilungs- und Wiederherstellungsmagie und bessere Giftresistenz gewährt. Okay, also das hat er schon mal, aber das mit dem unendlich Tauchen. Ja, die Frage ist, kann man hier überhaupt tauchen? Aber müsste ja eigentlich möglich sein, Das funktioniert, glaube ich, aber du kannst in der ne? Anfangsinsel nicht zu weit tauchen, zu weit schwimmen. Also du Okay. kannst nicht von der Stadtinsel zum Festland, Oh, dann schade, stirbst du kommt da dann irgendein. irgendwann. Ach so, ich dachte schon, da kommt ein mieses Seeungeheuer und frisst sich dann einfach. Das weiß ich nicht, ob die es irgendwie abgeändert haben, weil in letzter Zeit kam ja viel Content dazu und sowas, wie ich mitbekommen habe. Bei meinem ersten Test war es auch so gewesen, ich war einfach tot gewesen. Okay. Weil man ist ja erstmal in der Stadtinsel, da muss man das ja erstmal kennenlernen, alles. Eigentlich. Naja. Bretonen, Ork, ja, ich glaube, ich nehme einen Rotwadron, wa? So, Rotwadron besitzt ein langes Erbe als Schwertmeister, was sie in einen besseren Umgang mit Schilden, Ausdauerregeneration und verstärkte Kraft gewährt. Okay, ich glaube, ich nehme das. Erstmal so einen roten. Okay. Mein Name ist. Einer wird ein ganz schmächtiger sein. Wie immer, der Weed. Ja, gut. Kann ich da Leerzeichen noch mit zwischen machen? Natürlich. Okay, gut, dann machen wir das so. Ja, okay. Bündnis habe ich.
Dann machen wir mal die Klasse. Drachenritter. Geschickte Meister der Waffen nutzen die uralte arkanische, nee, archivische Kampfkunst. Was Tradition des Kampfgeistes und 10 von. Lalala. Okay. Zauberer? Nee, ich möchte kein Zauberer sein. Eine Nachtklinge. Okay. Ach hier, der ist auch so ein Nachtklingen-Fuzzi, ne? So, also was du da haben wolltest von den Fuzzi, genau, das hört sich immer so abwertend an. Oder so ein Templer. Hey. Ja, ich... So eine Nachtklinge. Ja, vor allem, wir sind Black and White. Okay, ich nehme den Templer und du nimmst die Nachtklinge. Okay, du, okay. Alles klar, coole Sache. Meine Figur ist auch fast komplett schwarz. Ja, ich möchte... Schmal. Muskulös, stattlich. Ah, wir machen mal so einen Mix. So, Größe. Ich bin so ein 2 Meter Rotwadron. Erscheinungsbild. Boah, der ist aber ganz schwarz. Nee, der ist mir zu weiß. Joa, ich nehme das. Narben und Bemalung. Wie sehe ich denn das? Bisschen ranzoomen. Hey, bleib stehen. Wieso drehst du dich die ganze Zeit? Nein, der hört jetzt nicht mehr auf, sich zu drehen. Na egal, wir machen die erstmal. Hör doch nicht auf. Dreh dich um. So, genau. Okay. Umfang des Brustkörpers. Warte. Bam. Okay. Brustgröße. Okay. Ein Bauch. Upp, upp. Aber dann mega nee. Fett. Soll ich so einen Bierbauch reinhauen? Oho, ein mächtiger Bierbauch. Das ist mein Schild. Das sind doch die Paladine. Nur am Saufen. Hörlich, was erwartest du? So, Taille. Warte mal. Jawohl. Zirk, Armgröße. Aber übelste Oberarme. Größe der Hände. Erstmal Bärenpranken machen. Jawohl, so. Eigentlich muss ich alles nur nach rechts machen. Hüftumfang. Halt, müssen wir mal so mal angucken. Uip, uip, uip. Ja, ist in Ordnung. Gesäß. Wollen wir einen Entenarsch machen? Größe der Beine. Ey, ich mach das hier mal ein bisschen funnier. Wenn ich das dann irgendwann mal let's playe, dann nehme ich mir da auch mal ein bisschen mehr Zeit für. Weil das ist ja auch nur eine Beta. Und da kann man ja mal ein bisschen rumprobieren, ne? Dazu ist das ja da. Füße. Bigfoot. Okay, alles klar. Der ist so unproportional. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt mal den Kopf. Warte. Ich glaube, ich lasse den so. So ist noch in Ordnung. Okay. Heroisch. Ui, kann man nicht irgendwie ranzoomen? Naja, schade. Hä, wie? Man hat Stimmen in dem Spiel? Wie meinst du ranzoomen? Ja, so ins Gesicht ranzoomen. Man kann sich sogar eine Stimme auswählen. Ja. Das hört sich schon cool an. Ich nehm eh, glaube ich. Oh, mein Charakter, ey, das ist grad witzig. Nee, ich nehm F. F ist noch besser. Wenn jetzt G nicht besser. Oh, das ist geil. Ich hab meinen gerade so schmächtig gemacht. Und ich bin ja gerade schon im Spiel drin. Und wenn der gerade so zuhaut, ey, das sieht so witzig aus. Wieso lacht denn der nur? Es gibt dann er hört sich an wie Son Goku. Alles klar, mach ich das einfach mal. Frisur. Ja, Frisur ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe so einen Zopf. Oh, warte. Halt, stopp. Yeah. Langhaar. So. Der sieht schon cool aus. Immer so Dreadlocks. Alter, das ist krass. Das ist ja mies. Haha.
Erstmal so einen weißen Afro. Oder einen Glatzkopf mache ich. Ja, das sieht cool aus. Glatzköpfiger. Templer. Oh nee, das ist mir zu wenig. Also, jetzt, ja, lieber gar nichts dann auf dem Kopf. Oh, der ist auch cool. Ja, das sieht auch cool aus. Aber ich glaube, ich nehme die Glatze. Wie viel Auswahl man hier hat, das ist wieder, weißt du? Da könnte der Weed wieder stundenlang hier vorsitzen. So, wo war die Glatze? Ah, da ist sie. Okay. Ja, brauchen wir jetzt keine Haarfarbe, wenn wir keine Haare haben? Brauchen wir die auf jeden Fall nicht. Erscheinungsbild. Nee, so ganz alt. Ich will eigentlich ein junger Templer sein. Ein Greenhorn-Templer. Markante Merkmale, okay. Ja, das nehme ich. Narben und Bemalungen. Krass. Ach so, da im Gesicht, okay. Ich bin junger Templer, aber schon gezeichnet von meinen Kämpfen. Schon viele Kämpfe hinter mir. Ja, ist egal, jetzt mit den Narben. So Jochbein und so, das ist mir alles zu viel, das machen wir nicht außer die blauen Augen. Blaue Augen habe ich auch, deswegen mache ich das. Okay. Größe der Augen ist egal. Augenbrauenform, Nasenform und so, das ist mir jetzt alles erstmal egal, das würde viel zu lange dauern. Okay, ja, ich möchte den erstellen. Zack. Verbindungsaufbau.